Wie ihr vielleicht gesehen habt, könnt ihr bei der Erstellung einer Idee eine Kategorie hinzufügen. Das hilft nicht nur bei der Zuordnung von Ideen, sondern ermöglicht auch das Filtern von Ideen im wilden Ideenraum. Wie das genau geht, seht ihr im Video Ideen suchen, filtern und sortieren, was wir euch unten verlinkt haben. Zurück zu den Kategorien. Von uns sind insgesamt 7 Kategorien voreingestellt, die ihr unter der Prozessverwaltung unter dem Punkt Kategorien einsehen könnt. Diese lassen sich ohne weiteres bearbeiten, also beispielsweise das Bild oder den Text ändern oder auch mit einem Klick auf den kleinen Mülleimer löschen. Darüber hinaus könnt ihr auch eigene Kategorien erstellen und mit einem Symbolbild versehen. Um euch das zu zeigen, erstelle ich die fiktive Kategorie Finanzierung und lade ein vorher erstelltes Bild hoch. Dazu gebe ich der neuen Kategorie einen Namen und eine kurze Beschreibung. Außerdem gebe ich in der Zeile Stelle die Nummer ein, an der die Kategorie von nun an stehen soll. Mit einem Klick auf die gestrichelte Box kann ich das vorher erstellte Bild einfügen. Jetzt muss ich nur noch auf den grünen Button drücken und die neue Kategorie ist erstellt. Wenn ihr jetzt beispielsweise in den wilden Ideenraum schaut, wird euch die Kategorie dort oben angezeigt.